Ja, moin moin aus Emden, hier von der Minibahn Emden. Mein Name ist Raik Gründig, ich bin der zweite Vorsitzende der Emder Modelldampffreunde e.V., wie es offiziell heißt. Und wir befinden uns hier auf unserer Gleisanlage und den Verein gibt es seit 1995, jetzt aktiv im Betrieb und wir fahren mit Echtdampflokomotiven auf unserer Anlage mit Publikums- und Güterzügen. Ja, hier sehen wir eine unserer Lokomotiven in unserer vereinseigenen Werkstatt. Wir machen mehr oder weniger alles selber, was wir so können, an Reparatur- und Wartungsarbeiten. Hier sieht man gerade, dass das Triebwerk der Lokomotive 75026 demontiert wurde für Wartungszwecke. Und ja, wir werden unterstützt von örtlichen Schlosserbetrieben, wo man so ein bisschen Material wegbekommt, dass wir das machen können. Aber grundsätzlich bauen wir die ganzen Sachen alle selber und können das auch alle selber instand halten. Wir fahren jetzt hier durch den Bahnhof der Minibahnanlage. Normalerweise steigen hier Fahrgäste zu. Jetzt sind wir gerade mit einem Sonderzug hier alleine unterwegs, aber in der Regel dürfen alle Kinder und Erwachsene mitfahren, die gerne mitfahren möchten. Grundsätzlich ist das Mitfahren bei uns kostenfrei. Wir nehmen gerne eine Spende entgegen für unsere Instandhaltung unserer Anlage und Lokomotiven. Freuen wir uns immer sehr. Einmal im Jahr haben wir auch immer einen Weihnachtsmarkt, wo wir dann auch nochmal Glühwein und Bratwurst verkaufen. Aber grundsätzlich fahren wir sonntags einfach so von 10 bis 17 Uhr mit unseren Modellzügen im Kreis. Mit dem Umbau 2019 unserer Gleisanlage, was einer Baumfällungsaktion geschuldet war, haben wir auch die Gleisanlage weitestgehend erneuert und saniert. Und weil wir richtigen Eisenbahnbetrieb darstellen wollen, nicht nur Leute im Kreis fahren, sondern richtig Bahnbetrieb darstellen wollen, haben wir uns eine Signal- und Weichensteuerung installiert, die vollautomatisch funktioniert, rechnergestützt. Und wie man gleich sehen kann, werden die Signale per Taster ausgewählt. Und erst wenn die Weichen in Endlage sind, kommen die Signale auch auf Fahrt. Wie wir sehen können, haben wir den Generationenwechsel bei der Minibahn super geschafft. Wir sind ein relativ junges Team mittlerweile geworden. Und hier sehen wir Yannick und seine Lokomotive gerade, die er selber gebaut hat. Und ich würde sagen, er kann am besten selber erzählen, was er da gemacht hat. Ja, das ist ein Nachbau von der englischen Dampflok Edward Thomas, heißt die. Die fährt bei der Telequin Railway in Rails. Ich habe 2,5 Jahre daran gebastelt und dann habe ich mal Tag und Nacht, also wirklich bis 3 Uhr morgens dann auch in der Werkstatt gestanden und Teile gefertigt nach und nach. An das Hobby bin ich durch einen Freund gekommen. Also ich habe schon immer gerne gebastelt und ein Freund von mir hat mich dann hier mal hergeholt und sagte, ja, wenn du Bock hast, was zu machen, dann hier, mach doch, komm doch zu unserem Verein. Wir können hier mal gute Leute gebrauchen, die was können. Und jetzt ist er hier. Jetzt bin ich schon seit 5 Jahren hier. Ja, die Minibahnanlage wurde damals gebaut mit mehreren Vorbildern. Wir haben zum Beispiel den einzigen Eisenbahntunnel Ostfrieslands. Dann haben wir noch einen Wasserkran hinten in unserem Betriebswerk, was wir errichtet haben, um die Lokomotiven mit Kohle und Wasser zu versorgen, weil unser Anspruch ist, richtig Eisenbahnbetrieb, wie er früher war, darzustellen. Ja, viele kleine Details auf der Anlage, macht total viel Spaß mitzufahren. Ja, ich hoffe, Ihnen haben die Eindrücke hier auf unserer Anlage gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wen das interessiert hat, der kann auch gerne vorbeikommen. Wir fahren regelmäßig sonntags von 10 bis 17 Uhr, April bis Oktober. Im Winter haben wir noch mal 1-2 Sonderfahrtage. Kann man auch alles auf unserer Website und online bei Facebook und Instagram nachgucken. Ja, und wer noch mehr Interesse hat, kann auch gerne mitmachen. Wir suchen immer noch wieder Leute, die uns unterstützen bei der Pflege der Anlage. Also auch wenn man vielleicht nicht unbedingt der gelernte Dreher ist, kann man hier super unterstützen, die ganze Anlage mit instandhalten, warten. Wir sind ein tolles Team. Wir freuen uns immer über Leute, die noch mitmachen. Also wenn ihr Interesse habt, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euren Besuch.